Also, ich habe eure Plakate schon gesehen und finde das ganz interessant mit Küss langsam. Das ist sehr sexy, aber um was geht's da eigentlich? Und wo macht ihr das? Und was ist da los? Wir machen das im Schmidt-Theater ab 20.06. bis 8.07. Genau, auch im Netz einzusehen unter www.tivoli.de oder unter www.küsslangsam.de. Und worum es geht, fasst der Autor am besten zusammen. Stimmt, ich habe dieses Stück geschrieben. Und es ist tatsächlich ein Stück über Beziehungsprobleme. Also falls Beziehungsprobleme? Ja, gibt's sowas? Es gibt Leute, die haben Beziehungsprobleme. Ach so. Wir bieten auf der Bühne die ein oder andere Lösung an. Ah. Oder die ein oder andere Eskalationsmöglichkeit bieten wir auch an. Was natürlich in der Regel lustiger ist. Und einiges davon ist durchaus autobiografisch, einiges auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Was? Das dürfen die Zuschauer selber herausfinden. Ganz genau. Und es läuft jetzt vom 20.06. bis 8.07. im Schmidt-Theater. Und wir sind schon ganz aufgeregt, dass wir da bald spielen dürfen. Auf Kiez, auf der Reeperbahn. Ja, super. Und ist eine Premiere? Gibt es eine Premiere oder war ich schon? Die Wiederaufnahmepremiere ist am 20.06. Okay. Nebenbei erwähnt, es ist auch eine Krimi-Geschichte, die um Atommüllendlagerungsverschwörungstheorien geht. Was? Das betrifft uns alle, weil es um die Elbphilharmonie geht. Das seid ihr ja genau richtig. Also genau. Ich meine in Altona. Ja. Absolut. Also Elbphilharmonie, Atommüll, Beziehung, also egal, was man wissen möchte, man sollte zu uns. Wie ist das mit 9-11? Kommt das auch irgendwie darin? Absolut. Mondlandung, das Ganze. Mondlandung hatten wir noch nicht. Nee, Mondlandung. Wir schießen uns gegenseitig auf den Mond hin und wieder. Aber Atommüll, wichtiges Thema. Ach, ihr beide spielt das auch? Spielt ihr das Pärchen? Das sieht auch so aus. Ach, das seid ihr. Ja. Okay. Es wird behauptet, sie sei die aus Grey's Anatomy. Das stimmt aber überhaupt nicht. Nee. Nee? Noch nicht. Ich bin ich. Genau. Sehr gut. Okay. Auf bald. Bald. Danke. Vielen Dank dafür und viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Okay. Tschüss.